Hier mal Rohre, Rohre, Rohre. Wir könnten eventuell ins Wasser springen. Oder wir probieren mal lieber die Tür, die nicht funktioniert. Ich mache jetzt mal Folgendes. Okay, Wasserspringen ist keine gute Idee. Vielleicht ist... Da kommen wir nicht drauf. Vielleicht kommen wir doch drauf. So. Na, oh, falsch rum. Uah. Was war das denn gerade? Da hat es doch gerappelt und gescheppert. Ich frage mich gerade, ob wir hier das Richtige... Was rappelt denn da? Okay, ich speichere nochmal und dann versuchen wir mal unser Glück mit... Mit einem Jump'n'Run. Ich kann nicht gucken. So, hier kommen wir jetzt weiter. Ach du Scheiße, vielleicht hätte man doch lieber springen sollen. Wäre einfacher gewesen, als hier lang zu gehen. So. Hier ist doch gleich irgendwas. Wie zum Beispiel ein formschöner Ladebildschirm. Schönformer. Ein schönformer Ladebildschirm. Loading. Loading. Hübsches Ring. Ich vergesse mein Ladebildschirm. Da ist nichts. Und hier fallen wir gleich runter. Doch nicht. Wir könnten aber, wenn wir wollten. Ich will natürlich erstmal gucken, was da hinten ist. Ein Ventilator. Ein Speichern ist da. Was ist das denn? Ach cool, wollte ich auch gerade machen. Bitte was? Ich bin voll Rotze. Alter! Okay, pass auf, ich lade nochmal ganz kurz, aber nur aus dem Grunde, weil ich gucken will, was das andere Fallgitter für uns birgt. Und wir wissen immer, dass wir gleich zugerotzt werden. Wo sind wir denn hier? Lauer Kanal. So, speichern. So, und tot ist es. Ach, natürlich. Kotze haben wir auch dabei. Kann ich mit den Headcrabs warten, bis die auch an was irgendwas Explosivem sind? Eigentlich. Krabbeln die da wieder zurück? Ich warte hier mal ganz strategisch. Ich lege mich in Deckung. Na komm schon, der zweite kann auch noch hinkrabbeln. Na, wenigstens eines weg. Und wir gehen mal hier rein. Ich speichere nochmal. Nichts zu sehen ist immer gut. So, der Rotzer ist auch tot. Hier ist alles ruhig. Boah, haben die alle Zahlen eingesprochen?
schon eine krasse und sehr aufwendige Mod. Muss man ja. Huch, ja, muss man ja auch mal so sagen dürfen. Okay. Wie kommen wir jetzt rüber? Kommen wir jetzt hier mit Lianen rüberschwingen oder müssen wir eher tauchen? Ich vermute ja doch leider eher Letzteres. Ich speichere nochmal, einfach weil ich es kann. Wir können es auch mal ein bisschen angrabbeln lassen von dem Ding da, ne? Machen wir mal spaßeshalber. Nein, nicht essen! Nein, ja, nicht essen! Au! So. Jetzt kriegen wir Morphin eingespritzt, weil ich gerade verwundet wurde. Ich habe natürlich vergessen, dass wir auch wieder nach unten müssen, wenn wir erstmal nach oben gefressen werden. Naja, naja. Ich bin halt ein Noob. Aber die Frage ist, wie kommen wir denn jetzt da rüber? Soll ich hier vielleicht mal reinspringen? Ich weiß noch nicht, wie wir dann wieder rauskommen. Juhu! Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Headcrabs uns jetzt hier fröhlich um die Ohren fliegen gleich. Halt! Da geht's raus, hervorragend. So, keine Krabby Krabs. Ich sollte mir das mal abgewöhnen. Nur ein toter Wissenschaftler und Kakerlaken. Ach, beruhigend. Zeug. Die Putzkolonne ist zurück. Meister Propper. Bist du tot? Ich glaube ja. Da ist auf jeden Fall eine Krabbe noch übrig. Und da auch. Hey. Komm, ich schleich mich an. Bock. Und die andere sieht mich gleich. Na, komm mal her. Spiel mal Baseball. Das ist eine richtige Vater-Sohn-Geschichte. Na komm! Yeah! Strike! Power 90%. 90. Das... Ich hoffe, das zündet jetzt auch niemand anders an. Kommt da hinten noch irgendwas? Aufheben kann ich es nicht, dann gehe ich da mal lieber nicht weiter. So, wo kommen wir denn hier? Know your fire exits. Oh, alte Dosenbohnen. What's black and white and should be red all over? Sieht ein bisschen aus wie... Naja. So, wir müssen also zum Feuer-Exit und der ist da hinten. Okay. Weg habe ich mir gemerkt, ist gar kein Problem. Und jetzt hier... Na, einfach nach oben. Und jetzt sind wir hier auch in der oberen Etage angelangt. Und ich höre böse Geräusche. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh bitte nicht, oh bitte nicht, 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 bitte nicht. Ich hasse Jump'n'Runs im 3D-Shooter-Game-Scheiß-Dreck. Speichern. So, mal gucken, ob ich es schaffe. Ich bin bei sowas überhaupt nicht schwindelfrei, weil ich immer das Gefühl habe, wir legen uns gleich aufs... Alter, muss ich da hinten rüber? Nach da unten kann es ja kaum gehen. Scheiße, Mann. Ihr habt doch eine Macke. Nein! Loading?
Wieso Loading? Ach, das ist ja cool. Okay. Loading. Hey, Loading. Da freue ich mich ja. Ich dachte eigentlich, landet man dann wieder unten, muss wieder außen rumlaufen. Okay, ich versuche mal Folgendes. Da. Okay, aber von hier nach da weiß ich auch nicht, ob wir da rüberkommen. Da drauf wäre super und dann einfach dahin latschen, aber ich fürchte, das wird nicht funktionieren. Oder auf das Ding und dann dahin gefahren werden, auch das wird nicht funktionieren. Ne, hier speichere ich mal nicht. Yeah, baby. Da unten schwimmt irgendwas im Morast. Da schwamm gerade was hin und her. Speichern. Yeah. Da schwimmt schon wieder was. Hopp. Speichern. Und. Yeah. Unbelievable. Ich hasse Jump-Run-Einlagen bei 3D-Games. Habe ich das schon erwähnt? Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Hallo? Gut. Niemand da? Hervorragend. Nein! Speichern. Wheat. Wheat. Gut. Tot. Tot? Bist du tot? Sieht aus wie ein Hackbraten irgendwie, ne? Oder wie so ein Schweineschinken mit... Alter, was ist denn das? Sind das Augen? Pfui. So. Und weiter geht's. Man sieht immer den professionellen Schritt zurück, den ich mache, wenn ich eine Tür öffne. Das ist so die Gewohnheit. Dass hinter jeder Ecke bestimmt was Schlechtes lauert hier überall. Wie zum Beispiel knarzende Geräusche bei Brücken. Die sind mir natürlich auch sehr lieb. Okay, wir sind jetzt hier oben gelandet, müssen... Aber hier irgendwo nach links weiter in irgendein Lagerhaus. Was? Hat die nicht gerade irgendwas wieder Geräusche gemacht? Hehehe. Du siehst mich nicht. Waren wir hier schon? Ach Mensch. Ach ja, ach natürlich. Da vorne ging es ja da runter, die Brücke runter. Man könnte natürlich auch viel mehr mit Explosiva arbeiten. Mach mal... Wieso ist das denn gerade kaputt gegangen? Machen wir bestimmt auch noch. Ja, die hätte ich zum Beispiel hier sehr gut nutzen können, um die beiden hochzujagen, ich Idiot. Aber naja. Nächstes Mal dann. So, sonst gibt's hier nichts, ne? Hier Tore alle zu. Tür bestimmt abgeschlossen. Natürlich. Dann eilen wir mal weiter. Kommen wir da vielleicht hoch? Na. Nee, da kommen wir nicht hoch. Schade. Ich habe das Gefühl, da oben verbirgt sich was. Aber wahrscheinlich täuscht mich mein Gefühl.
Okay, mein Gefühl ist sehr intensiv. Scheiße. Ich dachte, vielleicht kriegen wir noch irgendwas Tolles, irgendeine Special-Waffe, ein geheimes Easter Egg oder irgendwas, aber lieber mal nachgeschaut als gelassen. Und hier haben wir, was haben wir denn da Leckeres eigentlich? Belfony Quality. Mmh. Gerade Phony ist mal gut. Fine Beef Product. Was? Na also, speichern. Und Scheiße. Jetzt bin ich gespannt, wo landen. Hinter dem Ladebildschirm geht's weiter. Und zwar in. Und zwar bei. Und zwar mit. Hallo, Ladebildschirm?